Hi Leute und willkommen zurück zu Silent Hill 2, dem Remake. Wir machen weiter. Sind hier im Geschichtsvereinshaus im letzten Part angekommen. Ist das das einzige Ding, wo auch Silent Hill dran steht? Ich glaube ja, ne? Alles andere. Da wird Silent Hill gar nicht so erwähnt. Das ist immer Vale. Die Stadtteile. Und wir haben natürlich einen Gruselkeller. Oder wohin? Karte geht nicht mal auf. Wir sind gleich unterm See. Oh, der See. Ich glaube, wir fahren irgendwann noch mal über den See. Ich meine, mich dazu erinnern, das mal gesehen zu haben. Erreiche das Ende der langen Treppe. Als ob es dann für ein Achievement gibt. Haben die einen Bunker unterm See? Ja, scheiße. Tiluka. Prison. Karte? Wo? Irgendwo was zum Aufmachen, Abreißen. Nein. Okay, er macht keinen Bumm. Das ist schon mal gut. Das heißt aber nicht, dass die anderen das nicht können. Blutpfütze. Heißt, er steht nicht wieder auf. Wir gehen Licht. Immer Richtung Licht, ne? Ich will da eigentlich nicht so.
Okay. So, jetzt sind wir am Arsch, jetzt kommen wir nicht wieder raus. Okay, sind wir jetzt wieder in der anderen Welt? Ist mein Spiel verbuggt? Ne, da sind noch so eine Ziegelwände. Es hat gespeichert, das ist nie ein gutes Zeichen. Lasst mich mal höher machen. Gamma. Da ist jetzt mein Main-Monitor dunkler als mein zweiter. Erstmal die Türen gucken. Ah ja. Die Tür gucken. Nope. Schlüssel für Spiraltext.
Hätte ich hier noch nicht reingehen sollen? Hä? Als ob ihr neu spawnt. Warum? Okay, es muss irgendwo zu sehen sein. Neu, ich gehe einfach wieder hoch und laufe die ganze Treppe nochmal. Ich habe sie jetzt erst gesehen. Hat man das vorher schon gesehen? Als ob die Damage gemacht haben. Ich habe echt nicht drauf geachtet, ob da irgendwelche Tasten verschmutzt sind oder sowas. Als ob die Viecher Damage machen. Ich habe gedacht, das ist nur so, dass er dann immer so ein bisschen zusammenzuckt und fertig. Moment. Eine Wand zum Einschlagen vielleicht. Sieht nicht danach aus. Fast an den Käfern gestorben. James, du kannst es. Du bist Superman. Du kannst einfach runterspringen. Und tot.
Okay, jetzt sind wir in der Essenshalle, Speisehalle, Cafeteria vom Knast. James gönnt sich erstmal einen Schnaps. Okay, ist okay. Jetzt speichert das schon wieder. Sag mal, ich knall den einfach ab. Geht nicht. No big deal. Just put the gun to their head and pow. Eddie? Oh, hi, James. What happened here? Who was that? I don't know. He just came at me. Okay. So he attacked you, and you shot him. Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why he would do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back, and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean, the way he looked at me, I just had to do it. He looked at you? I thought you said he came at you. Yeah, I mean, I could see it in his eyes. His eyes? He kept looking at me, making fun of me. I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't just kill someone because the way they looked at you. Eddie kann das. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? Well, anyway, I better get going. Wait. You're gonna go out there alone? Yeah. Es hat schon zwei Leute umgebracht. Zumindest hat er mir ein paar Kugeln übrig gelassen. Nein. Keine Geräusche jetzt. Okay. Ah, guck mal. Ja. Natürlich hat das wieder mehrere Stockwerke. Gefängnis Toluca.
Wie viele Kartenabschnitte sind das? Untergeschoss. Dritter Floor. Verwaltungsabteilung. Zweiter Floor. Todestrakt. Da, fick. Ich glaube, ich bin hier länger drin als in dem Krankenhaus. Ich Pech habe. Hol den Ersatzschlüssel aus der Zeugenkontrolle und sichere das Gewehr. Zeugenkontrolle. Kann ich nicht meinen Wagenheberhebel da ranklemmen und knack? Nein? Schade. Zeugenkontrolle. Zeugenkontrolle ist unter uns. Also das untere. Ja. Das ist aber auch das, wo jetzt die Tür hin verschlossen ist, ne? Ja. Guck mal, Gewehrkugeln für ein Gewehr, was ich nicht habe. Ja. Also, wie kommen wir da hin? Warte. Da. Nicht die Treppe, das andere Ding da. Ansonsten ist hier aber weiter. Doch, da ist noch was. Oh. Gut. Ja, dann machen wir hier im Toluca-Gefängnis im nächsten Part weiter. Bis dahin. Ciao, Leute.